Das stimmt nicht. Datenschutz schafft Vertrauen und kann daher durchaus ein Wettbewerbsvorteil sein. Der Datenschutz in Deutschland ist vermutlich der strengste der Welt. Viele Firmen sehen Deutschland als Testfeld an. Wenn sie es hier schaffen, dann auch überall sonst in der Welt. Einheimische Firmen können also durch Datenschutz eine internationale Vorreiterrolle einnehmen. Wichtig ist auch, Datenschutz als wichtiges Gut zu erkennen. Bald schon wird jedes neue Auto netzwerkfähig sein. Fitnessarmbänder sind es heute schon, ebenso Fernseher, elektronische Stromzähler werden folgen. All diese Mechanismen bieten die Gefahr einer totalen Profilierung einer Person. Das wird dazu führen, dass die Nutzer sich nicht mehr frei verhalten, sondern versuchen, keinen Nachteil zu erleiden. Ein guter Datenschutz leistet daher einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung der Freiheit. Dieser Mythos stimmt nicht, denn gerade in den letzten Angriffen hat sich gezeigt, dass diese durch relativ einfache Sicherheitsvorkehrungen hätten verhindert werden können. Die Unternehmen haben allerdings diese Vorkehrungen, sei es aus Zeit- oder Kostengründen, einfach nicht eingesetzt. Bei Datenlecks im Allgemeinen ist es oft so, dass die Fehler in der Implementierung und gar nicht in den Sicherheitsalgorithmen stecken. Ein gutes Beispiel dafür sind moderne Verschlüsselungstechniken, die, wenn sie richtig eingesetzt werden, auch von Nachrichtendiensten nicht geknackt werden können. Da ist leider etwas Wahres dran. Das liegt daran, dass in der Vergangenheit viel zu oft allein Aspekte wie Funktionalität und Interoperabilität im Fokus standen, die Nutzer aber vernachlässigt wurden. Das ändert sich gerade. Disziplinen wie Usable Security sind sehr im Aufwind. Ein Beispiel dafür ist die Verschlüsselung von WhatsApp. Dort ist Sicherheit so einfach, dass man sie gar nicht merkt. Ein Problem heute sind noch die Programmierer. Die Programmierer erhalten zu wenig Feedback zu ihrer wertvollen Arbeit. Das liegt daran, dass die Nutzer keine Schlüssel haben, um die Schnittstellen überhaupt zu benutzen. Wenn es aber mehr Schlüssel gibt, dann haben die Programmierer auch eine wesentlich höhere Motivation, gute Schnittstellen zu entwickeln. Das Ziel muss sein, dass Verschlüsselung so selbstverständlich wird wie das Anschnallen im Auto. 1975 haben sich 39% der Autofahrer angeschnallt. Heute sind es 97%. Dahin müssen wir kommen. Nein, das stimmt nicht. Auch wenn die gängige Praxis am Markt so agiert, es existieren mittlerweile Konzepte und industriereife Technologie, welche eine zukünftige Kontrolle über die Daten ermöglicht. Am Markt ist eine klassische Schwarz-Weiß-Denke etabliert. Das heißt, Firmen geben entweder ihre Daten heraus oder eben nicht. Das verhindert aber neue innovative Geschäftsmodelle. Datenzentrierte Geschäftsmodelle sind eigentlich undenkbar aktuell. Mit Datennutzungskontrolle schaffen wir hier einen Graubereich. Das heißt, ich kann meine Daten herausgeben und dennoch Kontrolle über diese Daten behalten. Wir haben das bei unserem Institut in verschiedenen Anwendungsbereichen mittlerweile demonstriert. Zum Beispiel Ambient Assisted Living, Cloud-Technologien, Unternehmenssoftware, mobile Endgeräte, Industrie 4.0, aber auch für den eingebetteten Bereich. Es gibt da einen wichtigen Unterschied zwischen der realen Identität, die auf mich als Person verweist, und virtuelle Identitäten, die ich verwenden kann. Es gibt Anbieter, die tatsächlich meine reale Identität brauchen oder denken, dass sie sie brauchen für Datenanalyse. Es gibt aber auch viele Anbieter, denen genügt es vollkommen, mich zuverlässig wiederzuerkennen bei der Datenanalyse. Denen reichen sogenannte Pseudonyme, zuverlässige Pseudonyme, um das zu tun. Die haben kein Interesse an einer realen Identität, sind sogar froh, wenn sie die nicht zu Gesicht bekommen, sozusagen. Wenn ich es schaffe, mit entsprechenden technischen Maßnahmen beides zu entkoppeln voneinander und auch dafür sorge, dass ich dabei keine Spuren hinterlasse, die dann indirekt doch wieder auf die reale Identität verweisen könnten, dann habe ich auch eine Chance, die Identität zu schützen, und entsprechende Ansätze gibt es. Das ist falsch. Edward Snowden hat einmal gesagt, das ist so, als würde man sagen, wir brauchen keine Redefreiheit, weil ich nichts Wichtiges zu sagen habe. Jeder hat wichtige Daten auf seinem Rechner, von denen er nicht möchte, dass sie öffentlich werden. Man denke nur an Passwörter, die sehr oft auch einen Bezahlvorgang auslösen können. Außerdem muss man auch bedenken, dass Angreifer es manchmal auf Dinge abgesehen haben, die gar nicht so offensichtlich sind. Manche von ihnen beispielsweise möchten sich Rechenzeit stehlen, die sie benutzen, um andere Systeme zu attackieren.
Ein anderes Beispiel sind Trojaner, die die Festplatte verschlüsseln und die Daten nur dann wieder freigeben, wenn man ein Lösegeld dafür bezahlt hat. Oder auch ein sehr schlimmer Angriff kann darin bestehen, dass belastendes Material auf die Festplatte eines Nutzers aufgespielt wird. Ein solcher Angriff kann bis hin zur sozialen Vernichtung führen. Dieser Mythos stimmt, denn tiefgekühlte Chips sind sehr nützlich für Hacker. In dieser Eiseskälte sind nämlich die Speicherinhalte der Chips weniger flüchtig. Und mit diesen Methoden ist es unter anderem schon gelungen, verschlüsselte Festplatten von Smartphones oder Laptops auszulesen, ohne dass der Schlüssel vorhanden war. Und dieser Mythos ist daher wahr. Das kann man so nicht sagen. Der neue Personalausweis beispielsweise hat eine sechsstellige PIN. Trotzdem ist er sicher, obwohl sie so kurz ist. Das liegt daran, dass es dort eine Hardware gibt, die verhindert, dass man beliebig viele Versuche hat. Wenn es eine solche Hardware nicht gibt, dann gilt das Prinzip, je länger das Passwort, desto sicherer ist es. Aber ein langes Passwort alleine garantiert noch keine Sicherheit. Beispielsweise sollte man darauf achten, dass es nicht in einem Wörterbuch steht. Denn für solche Passwörter gibt es sehr effektive Programme, die Sie sehr schnell knacken können. Auch eine Passwort-Policy, wie sie viele Systemadministratoren vergeben, garantiert noch kein sicheres Passwort. Eine solche Policy schreibt beispielsweise vor, dass man Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen verwenden muss. Und die Nutzer, die lösen dieses Problem in der Regel, indem sie Buchstaben, beispielsweise ein I, durch eine 1 ersetzen. Das Problem dabei ist, die Passwort-Cracker, die wissen das. Und die können solche Passwörter genauso schnell knacken wie solche, die in einem Wörterbuch stehen. Gute Passwörter erhält man, indem man sich einen Merksatz nimmt und diesen Merksatz auf seine Anfangsbuchstaben reduziert. Beispielsweise, wer wird 2017 Deutscher Meister? Nur der BVB. Beim Merken von Passwörtern helfen einem Passwortmanager, wie beispielsweise der Mobile Sitter von Fraunhofer SIT oder vergleichbare Programme. Das kann man so nicht sagen. Das ist kein einfaches Nullsummenspiel. Erstens mal dienen beide dem gleichen Ziel, nämlich das Vertrauen in die Gesellschaft zu fordern. Sie stehen manchmal im Konflikt, es gibt solche Fälle. Es gibt aber auch viele Fälle, wo beide eigentlich die gleiche Wirkungsrichtung haben. Ein Beispiel, die Verfügbarkeit guter IT-Security-Standards. Die ist extrem wichtig, sowohl für Wirtschaft und Gesellschaft einerseits, ist aber auch für den Schutz der Privatsphäre unabdingbar. Anderes Beispiel, die Schlüsselhinterlegung. Wenn Nutzer an zentraler, vertrauenswürdiger Stelle Schlüssel hinterlegen, dann birgt es bei allen Sicherheitsvorkehrungen, die ich da habe, immer auch das Risiko, dass Daten abhanden kommen. Und wenn das passiert, bedeutet es ein unheimliches Problem, sowohl für öffentliche Sicherheit und Wirtschaft, als auch für mich als Nutzer, für den Schutz meiner Privatsphäre. Insgesamt erfordern gute Security-Privacy-Lösungen einfach immer eine Abwägung von Kosten und Nutzen. Und wir haben leider die Tendenz, den Nutzen für die öffentliche Sicherheit bei einigen Maßnahmen eher zu überschätzen und die Kosten, vor allem die langfristigen Kosten, bei der Aufgabe der Privatsphäre zu unterschätzen. Da spielt uns unser Bauch einfach einen Streich an der Stelle. Das ist eine Frage der Abwägung. Cloud Computing bietet viele Vorteile. Beispielsweise werden die Daten von professionellem Personal verwaltet. Es gibt einen effektiven Schutz gegen Brände und auch gegen Einbruch. Und Backups werden sehr regelmäßig angefertigt. Auf der anderen Seite bedeutet Cloud Computing immer auch Kontrollverlust. Den Administrator in der eigenen Firma kennt man 20 Jahre und man weiß, dass man ihm vertrauen kann. Den Administrator in der Cloud hat man nie gesehen. Man sollte also überlegen, ob man sich bei der Auswahl seines Cloud-Anbieters helfen lässt. Das Gleiche gilt für die Migration der Prozesse. Dabei kann man auch überlegen, welche Daten man verschlüsselt in der Cloud ablegen kann. Wenn man alles richtig macht, bietet Cloud Computing die Möglichkeit, Geld zu sparen und gleichzeitig die eigene Sicherheit zu erhöhen.
Grundsätzlich stimmt es schon, dass Hardware-Chips einige Vorteile gegenüber Softwarelösungen bieten. Allerdings steckt auch wie oft im Leben der Teufel im Detail. Das heißt, der Chip kann fehlerhaft sein, ich als Benutzer kann ihn eventuell falsch verwenden, also nicht so, wie der Hersteller gedacht hat, oder ich habe ihn auch einfach falsch konfiguriert. Außerdem bietet mir der Chip keinerlei Schutz, wenn die Software schon bereits entschlüsselt im Speicher des Systems vorliegt. Dann kann ich ihn auch mit anderen Methoden auslesen, die Software. Darüber hinaus haben Forscher auch sogenannte Glitching-Attacken vorgestellt. Hier geht es darum, dass man die Stromversorgung und die Taktfrequenz des Chips so manipuliert, dass ich ihn eventuell außer Kraft setze oder seine Funktionalität einschränke. Das heißt, dieser Mythos ist eindeutig mit einem nur bedingt zu beantworten. Das ist falsch. Verschlüsseln ist nach wie vor eine sehr effektive Möglichkeit, um die anlasslose Massenausspähung von Menschen zu verhindern. Die dahinterliegenden kryptografischen Algorithmen sind auch nach wie vor sicher. Sie beruhen auf mathematischen Problemen, die seit Jahrhunderten diskutiert werden. Sie sind also wesentlich älter als das Internet. Es ist nur wichtig, dass man diese Algorithmen auch korrekt implementiert, denn sonst entsteht der Eindruck, als wäre Verschlüsselung an sich unsicher. Besonders wichtig in Bezug auf Verschlüsselung ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet, dass nur der Sender und der Empfänger einer Nachricht in der Lage sind, den Klartext zu lesen. Alle dazwischenliegenden Instanzen sehen nur Kryptogramme, die sie nicht verstehen. Die Initiative Volksverschlüsselung von Fraunhofer SIT und der Deutschen Telekom hat das Ziel, Menschen mit Schlüsseln zu versorgen, so wie andere Initiativen auch. Das ist wichtig, denn Schlüssel sind die Voraussetzung, um verschlüsseln zu können.